Ja, wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Marktausblick und Live-Trading mit Mari Lüdemann. Mein Name ist Nels Cardoso Neto und ich begrüße Sie herzlich im Namen von CapTrader und FX Flat. Ich mache nur ein paar kurze Ankündigungen und dann gebe ich auch direkt an Mario weiter. Wollen wir nicht so viel Zeit verlieren. Eine Meldung ist, dass wir mit Mario zusammen diese Webinarreihe auch für das restliche Jahr verlängern konnten. Da freuen wir uns sehr. Sie müssten sich nur bitte für die nächsten 6 Termine entsprechend neu anmelden. Ich werde den Link auch in den Chat kopieren. Ansonsten können Sie, wie Sie sich auch für dieses Webinar angemeldet haben, entsprechend wieder über Training und Termine dann hier für den nächsten Termin. Das müsste dann entsprechend hier drunter sein. Genau. Wenn Sie sich dann einmal hierfür registrieren, dann sind Sie auch automatisch für die restlichen Termine auch angemeldet. Ja? Gut. Ja, wir haben schönes Wetter draußen. Trotzdem sehr viele Teilnehmer heute anwesend. Mal gucken, ob die Charts uns auch schöne Bilder präsentieren heute und deswegen werde ich jetzt auch an Mario übergeben. So. Hallo zusammen, begrüße natürlich alle recht herzlich zum heutigen Live-Webinar. Großer Marktausblick. Mal gerade schauen, dass wir den richtigen Monitor bekommen. Mal gerade gucken, welcher das ist. Jawohl. Ich hoffe, ihr könnt mich alle laut und deutlich hören und auch den Chart des S&P 500 sehen. Wenn ja, gebt ihr mir vielleicht ein kurzes Zeichen oder Nelson, dass ich weiß, dass ihr. Genau, funktioniert alles. Du legst auch direkt los. Ich wollte dir natürlich auch noch einen wunderschönen guten Abend wünschen und herzlich Danke willkommen. dir. Vielen Dank für die Anmoderation. Freue mich auch, dass das jetzt wieder geklappt hat. Wir sind ja ein bisschen 14 Tage später dran. Es lag zum Genau. einen an dem Feiertag, den wir beim letzten Mal hatten. Und dazu kam, dass ich die ganze letzte Woche auch nicht konnte. Wir sind erst mit dem Büro umgezogen. Der eine oder andere hat es wahrscheinlich mitbekommen. Und ich war die ganze letzte Woche auch bis einschließlich jetzt am Montag in Köln gewesen. Ich hatte da noch meine Managementprüfung gehabt und dadurch mussten wir einfach hier so eine kleine Verschiebung machen. Aber ab nächstes Mal ist es wieder immer der erste Montag des Monats. Das heißt also auch, der Wochenausblick wird jetzt wieder regelmäßig am ersten Montag oder jeden Montag wieder erscheinen, so dass wir da jetzt auch wieder ins Laufende kommen, weil mit dem Büro haben wir jetzt alles mit dem Umzug hinter uns und jetzt schauen wir einfach mal, was machen die Märkte. Starten werden wir mit den großen Aktienmärkten, werden dann auf den Devisenmarkt kurz schauen und dann uns auch noch einzelne Aktien anschauen, wie sind in den letzten Tagen gelaufen und wie haben wir oder wo haben wir Chancen hier im Markt uns zu platzieren, sowohl im Tag-Stunden-Handel, aber eben auch Intraday. Wobei bei Intraday muss man natürlich immer dazu sagen, gibt es immer viele, viele Spezialsituationen, gerade Nachrichten und sonstige Dinge, die man zusätzlich berücksichtigen sollte. Aber da kommen wir gleich auch nochmal drauf. Ja, fangen wir an mit dem S&P 500 Index. Ganz gut kann man ja schon sehen, wenn wir auf das Ende schauen, dass wir hier wieder am Allzeithoch uns befinden. Wir haben hier immer noch markttechnisch, wie schon in den letzten Wochen und Monaten, einen sehr, sehr schönen Trend, der nur eine kurze Unterbrechung hatte, aber jetzt auch wieder neue Hochs dann mit sich gebracht hat. Und ja, wenn wir gleich auf die Stunde schauen, sehen wir auch, dass wir hier eine sehr gesunde Konsolidierung im Moment sehen. Wir sehen hier, dass der Markt zwar neues Hoch in der letzten Woche gemacht hat, dieses aber nicht wirklich durchsetzen konnte. Ist aber nicht so dramatisch, denn wir befinden uns immer noch oberhalb der alten Hochs, und das ist ja eigentlich immer ganz wichtig, wenn wir uns das hier anschauen, hier so bei 2400 oder wir können es auch ein bisschen höher ziehen. So, also wir haben hier nach dem Ausbruch einen kurzen Retest gesehen und befinden uns jetzt wirklich hier sehr sauber, auch im großen Trend, aber auch im mittleren Trend. Wenn ich den hier vielleicht auch nochmal mit dazu zeichne, dann kann man es ganz gut sehen, wirklich sehr, sehr sauber unterwegs. Und das Ganze macht sich halt bemerkbar, wenn wir zum Beispiel in Einzelaktien engagiert sind. So, und wenn wir uns das anschauen, hier Durchbruch, Retest und dann hier eben
wieder hoch, dann die Korrektur. Ja, und jetzt sind wir halt wieder auf dem Weg nach oben. So, und wenn man das Ganze sich dann in der Stunde anschaut, das ist ja für alle die wichtig, die intraday unterwegs sind. Das heißt, für den Tag-Stundenhändler ist klar, Stunde sieht super aus. Es macht also durchaus Sinn, hier im S&P nach entsprechenden Werten zu suchen. Und für alle die, die intraday unterwegs sind, gehe ich jetzt einfach mal auf den Stundenchart, damit wir auch hier sehen, was wir da haben. Dann sehen wir ja den nächst kleineren Trend dann. Also hier haben wir ja erstmal vorhin für Tag für den Tag das eingezeichnet, nehmen das hier kurz raus. Und wenn wir uns jetzt die Stunde anschauen, können wir auch sehen, dass wir hier nach der Korrektur, die wir hier hatten, hier wieder sehr schön nach oben gelaufen sind. Was wir gleich allerdings auch sehen, und das ist eben für mich immer ganz wichtig im Handel, dass wir dann auch darauf achten, wenn wir eben diese Trendbrüche haben. Und schauen wir uns erstmal hier die Bewegung an bis gestern, beziehungsweise bis heute Mittag. So, und dann haben wir gesehen, hier ist das neue Hoch entstanden und jetzt haben wir aber hier einen Trendbruch bekommen. So, das ist jetzt hier in den letzten 2, 3 Stunden passiert. Das heißt, ich würde jetzt persönlich intraday jetzt keine neue Position hier aufbauen. Vor allen Dingen ja, wir haben ja auch heute noch einen wichtigen Termin, der ansteht von der FED. Das heißt also hier, wenn man es kurzfristig noch ausnutzen möchte im Markt, ja. Ansonsten würde ich persönlich jetzt bis nach 20 Uhr warten, um einfach zu schauen, was passiert hier mit der Fed-Sitzung. Also ich gehe nicht davon aus, dass es jetzt irgendetwas passiert, womit der Markt nicht rechnet. Der Punkt ist ja nur, es wird ja nicht die Nachricht an sich gehandelt. Ich glaube, das hat zwischenzeitlich schon jeder mitgekriegt, dass Zinsentscheide ja wie so ein offenes Buch sind. Es wird eigentlich Wochen vorher werden die Märkte entsprechend darauf vorbereitet, was hier passiert. Das wird im Vorfeld in der Regel eingepreist, was kommt. Trotzdem ist es so, dass die Worte, die anschließend bei der Pressekonferenz gesagt werden, häufig darüber Ausschluss geben oder Ausschluss geben, wie die nächsten Wochen und Monate geplant sind. Gibt es weitere Zinserhöhungen oder nicht? Das heißt, hier ist eigentlich immer die Spannung drin, was danach passiert. Deswegen schaue ich immer erst dann nach 20 Uhr, weil das eigentlich dann so der Punkt ist, wo es dann nochmal spannend werden kann. Okay, also wie gesagt, auf Tagesbasis alles super, Tag-Stundenhandel müssten wir jetzt hier warten und intraday entsprechend dadurch, dass wir jetzt unter das Tief gefallen ist, würde ich jetzt keine Hektik an den Tag legen in den nächsten 2 Stunden, sondern erstmal abwarten, was jetzt hier mit der FED-Sitzung passiert. Schauen wir uns den Nasdaq-Index an, da vielleicht auch erstmal in den Tageschart. Auch hier kann man ganz gut sehen, hier sind wir wirklich sehr, sehr sauber nach oben gelaufen. Die Korrektur, die wir gesehen haben hier, ist auch keine Trendverletzung, kann man ganz gut sehen, wenn wir mal uns die Tiefs hier anschauen, sind eigentlich nie verletzt worden. Der Markt ist hier immer sauer, sehr sauber hier nach oben gelaufen. Deswegen haben auch die Trades in den letzten Wochen wirklich extremst gut funktioniert im Handel Tag und Stunde. Also diese Kombination, die ich ja sehr gerne nutze für den Handel. Das heißt, ich schaue mir das große Bild im Tageschart an und versuche das dann im Stundenchart umzusetzen. Und im Intraday-Bereich nehme ich halt zusätzlich dann den Nachrichtenbereich mit hinzu, damit wir möglichst dynamische Werte finden. Das heißt also, wenn wir uns den Nasdaq anschauen, auf dem Tagesbild ist es einfach hervorragend, das Bild, was wir sehen. Wir können hier auch ganz gut sehen, am Montag war das gewesen, haben wir hier diese Umkehr gesehen, nachdem es hier doch eine Korrektur dann entsprechend gegeben hat, hier am Freitag, dann am Montag. Was hier am Dienstag passiert, ist wieder ein typisches Bild, da kann man, also wenn ich jetzt sage, würde ich fast blind drauf setzen, ist das vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wir sehen halt sehr häufig diesen Turnaround Dienstag und das ist auch hier wieder passiert, das heißt, das hat sich am Montag angekündigt und am Dienstag wurde das dann umgesetzt vom Markt. Das ist ein nicht ungewöhnliches Bild, was wir hier sehen, wie man das handeln kann, das zeige ich auch immer in den Workshops und Coachings, weil das ist etwas, was man natürlich sehr gut machen kann, weil das kommt sehr häufig vor, dieser Wechsel aus der Korrektur in einen schnellen positiven Trend, wo man normalerweise sehr schwierig einen Wechsel vollzieht im Trading. Das lässt sich aber sehr einfach umsetzen. Abgesehen davon, wir haben hier auch am Montag dann eine Korrekturkerze gesehen und wenn wir uns das Ganze dann im Stundenchart nochmal anschauen, sehen wir dann auch ganz gut, wie sich das Ganze dann entsprechend dann dargestellt hat. Das heißt, wir haben hier einmal die starke Abwärtsbewegung gehabt, die wirklich sehr dynamisch hier vonstatten gegangen ist. Dann die entsprechende Korrektur. Vielleicht zeichne ich es auch noch mal kurz in Rot ein, dass man das hier einfach noch mal sieht. Wir haben hier mehrfach hoch gehabt. So, der Markt schiebt dann wirklich sehr schnell runter, macht dann hier eine schöne Korrektur, setzt hier noch mal ein neues Tief an. So, und dann sieht man hier wirklich, wie die Umkehr dann hier vonstatten gegangen ist.
dass der Markt hier dann wieder einfach einen neuen Trend etabliert hat. So, und damit haben wir damit wieder den Trend im Nasdaq stehen, haben hier auch wieder die Chance, dann in Einzelwerte hineinzugehen. Unabhängig davon, ob wir das jetzt auf Tagesbasis handeln, also für die, die eher langfristig orientiert sind, oder eher die mittelfristigen Händler, die das im Stundenchart machen, oder die Daytrader, die jetzt eben, nachdem wir wieder einen neuen Trend haben, hier wieder auch sauber agieren können, auch im Intraday-Handel. Und wir werden uns auch gleich noch einzelne Aktien anschauen, wo das jetzt auch Sinn macht, vielleicht tatsächlich in einzelne Positionen reinzugehen, sei es jetzt strategische Positionen oder eben auch im Daytrading. Wie gesagt, beim Daytrading ganz wichtig, einfach auch die Nachrichtenlage immer noch zusätzlich berücksichtigen. Gut, schauen wir noch kurz auf den deutschen Markt, bevor wir erst gleich in den Devisenmarkt noch rüber wechseln, damit wir überall mal das große Bild bekommen von den Märkten. Ich mache das hier immer bei der Beurteilung, dass ich mir immer erst alle großen Märkte anschaue, weil es viel, viel einfacher fürs Trading ist. Denn es gibt ja so eine einfache Regel, die ich seit vielen, vielen Jahren nutze. Und das ist, wenn die Indizes halt positiv sind, dann macht es halt auch viel Sinn, einzelne Aktien zu handeln. Logischerweise, weil wenn der Index positiv ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass viele einzelne Aktien auch gut laufen, natürlich viel, viel höher, als wenn der Index eben nicht so gut läuft. Und wenn wir uns den DAX anschauen, auch hier haben wir heute ein neues Hoch gesehen, haben das aber nicht halten können. Und das ist jetzt etwas, was zum Beispiel jetzt schon zweimal passiert ist. Ich möchte aber erst nochmal hier kurz den Trend auch hier einzeichnen. Also wir haben auch hier einen aufwärtsgerichteten Markt, auch schon seit Wochen. Deswegen ist es auch hier so angenehm im Endeffekt zu handeln, gerade wenn wir auf die Versorger in den letzten Wochen achten, da allen voran ran RWE, die sich wirklich sehr, sehr stark in den letzten Wochen etabliert haben. Wir sehen also, der Markt kommt hier sehr schön hoch. Was wir allerdings sehen ist, wenn wir uns das hier oben anschauen, dass der Markt sich hier über die 12.900 nicht wirklich absetzen kann. Gehe ja dafür auch noch mal ein bisschen in die Tiefe rein, scroll hier einfach mal rein. Da kann man hier sehen, hier die verschiedenen Höchststände hier, dass wir tatsächlich zwischen 12.840 und etwa 12.900 hier einmal, zweimal, dreimal, viermal und auch ein fünftes Mal angelaufen sind. Die Problematik, die hier dran besteht, ist die, dass sich hier natürlich mit jedem Mal, wo wir hier in diese Zone hier hineinlaufen, dass es immer schwieriger wird, hier durchzustoßen. Also ich bin nicht so der große Freund davon zu sagen, je öfter wir das anlaufen, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass wir da durchgehen. Ja, das kann passieren. Wenn wir immer davor stehen bleiben, könnte man jetzt argumentieren, dass man sagt, okay, der Markt drückt doch hier im Prinzip, wenn wir uns das anschauen, mit steigenden Tiefpunkten den Markt nach oben, so dass wir hier durchkommen müssten. Ja, das passiert tatsächlich, wenn wir hier dynamisch mal nach oben durchziehen. Das sah ja auch heute im Tagesverlauf so aus, als wenn das tatsächlich passieren könnte. Wir sehen aber, dass das nicht, zumindest momentan nicht funktioniert. Was nach dem Zinsentscheid dann um 20 Uhr passiert, werden wir sehen. Aber ich gehe erstmal nicht davon aus, dass wir hier sauber im jetzt durchlaufen. Ich selber mag es einfach nicht, wenn Märkte an bestimmte Situationen heranlaufen. Ein erstes Mal, okay, kann passieren, dass der Markt hier nicht durchgeht, aber wenn es dann nicht durchläuft, dann lasse ich es einfach erstmal sein und warte halt hier ab. Das heißt, neue Positionen auch im DAX würde ich jetzt nicht eröffnen. Ich meine, heute sowieso nicht mehr, weil der zumindest der Xetra-Markt geschlossen ist. Ich warte also hier wirklich dann immer drauf, dass der Xetra-Markt wieder aufmacht, heißt morgen früh 9 Uhr. Wenn wir jetzt darüber springen, und das wäre jetzt das Szenario, was für mich das Entscheidende wäre, und deswegen zeichne ich das auch ein, wie ich im Markt agieren würde. Das heißt, sollte der Markt jetzt hier tatsächlich ausbrechen können, hier über diesen Bereich hinweg, das Pullback bekommen auf Stundenbasis, dann sehe ich hier alle Chancen, sowohl im Index als dann auch vor allen Dingen in den Einzelwerten reinzugehen. Warum nutze ich lieber die Einzelwerte und nicht den Index? Ich habe das ja schon häufiger hier an dieser Stelle auch gesagt, aber wir haben halt auch immer wieder sehr viele neue Teilnehmer dabei. Wir können im Durchschnitt, das sieht man ja auch, der Index macht halt aufs Jahr gesehen 6-8% Performance. Und wenn wir uns einzelne Werte rausnehmen, dann haben wir halt die Chance, nicht nur 6-8% Performance aufs Jahr im Durchschnitt zu machen, sondern eben 20, 30, 40, 50 und mehr Prozent.
gutes Beispiel die Adidas-Aktie, die ich hier ja auch immer wieder angeführt habe, weil wir sie ja auch bei uns im Portfolio haben. Da macht es einfach Sinn, einfach immer wieder darauf zu schauen, dass wir eben dieses Screening betreiben. Und das machen wir ja nicht nur für den deutschen Markt, sondern auch für den amerikanischen Markt. Ich werde auch gleich noch einige Aktien vorstellen, die besonders spannend aussehen, die jetzt auch schön korrigiert haben in den letzten Handelstagen. Das macht einfach durchaus Sinn, weil wir bekommen dadurch einfach viel, viel mehr Möglichkeiten, hier eine höhere Performance zu bekommen. Also Screening ist im Prinzip der Grundstein dafür, hier eine gute Performance zu bekommen. Und ob man das dann jetzt im Tageschart macht oder ob man hingeht und sagt, na, ich mache das auf Stunde oder ich mache das Intraday, da verhält sich das ja genauso, weil da, wo eine Aktie 20, 30, 40% macht, da können wir natürlich auch viel auf Stunde oder Intraday machen, weil wir dann natürlich noch bessere Chancen bekommen. Und wie gesagt, hier für den DAX-Szenario schaffen wir den Durchbruch, dann bin ich sofort dabei. Ich verschenke zwar in solchen Fällen 1, 2% Performance, habe aber das Positive dabei ist, ich habe halt viel, viel Sicherheit. Und das muss man sich halt überlegen, was ist wichtiger im Trading? Ist es diese 1, 2%, die man hier mehr Performance macht, weil man früher hier in einer Situation drin ist, wo wir jetzt schon einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal drangelaufen sind? Oder ist es besser zu sagen, naja, bevor ich jetzt fünfmal ausstoppen lasse, nehme ich doch lieber das Ding mit, ich warte, bis wir drüber sind und dann gehe ich in den Markt hinein. Was anderes ist es, wenn man hier unten aus der Korrektur herauskommt. Aber hier oben an der Widerstandszone einen Trade aufzumachen, macht aus meiner Sicht halt ja wenig Sinn. Würde ich also hier an dieser Stelle erst abwarten. Gut, dann würde ich vorschlagen, schauen wir einmal kurz auf die spannendsten Devisenpaare. Wir haben wir lange Zeit nicht gemacht. Ich habe jetzt mal drei Devisenpaare mitgebracht, die aus meiner Sicht sehr spannend sind. Da haben wir einmal den Euro gegen Schweizer Franken. Hier kann man ganz gut sehen, dass die Entwicklung, wir haben hier seit Mitte, Ende April den Sprung dann hier gehabt. Über die 200-Tage-Linie haben jetzt schönes Hoch gemacht und jetzt sauber korrigiert. Und wir sehen jetzt hier mit dem heutigen Tag dann, dass wir hier doch eine sehr starke Aufwärtsbewegung haben. Es sieht alles danach aus, dass die Korrektur hier dem Ende zugeht, dass wir hier die Chance bekommen, hier dynamisch nach oben zu laufen. Was bringt mich dazu, zu diesem Glauben? Wenn wir uns das Ganze unter markttechnischen Gesichtspunkten ansehen, dann sehen wir einmal im Tageschart, dass wir hier eine schöne Aufwärtsbewegung haben oder gehabt haben, die hier wirklich mustergültig nach oben gelaufen ist. So, das ist so das eine, was für mich immer sehr, sehr wichtig ist, dass wir eben steigende Tiefpunkte haben und steigende Hochpunkte. Zum anderen ist für mich halt immer der wichtige Punkt, dass hier dieser Bereich von dem alten Hoch, so dieses alte Hoch haben wir halt hier durchschritten. Und jetzt im Rücklauf sind wir halt in diese Zone zurückgelaufen, konnten uns hier stabilisieren und dann nach oben laufen. Im Aktienbereich verläuft das meistens ein bisschen anders. Da sind die Korrekturen meistens nicht so ausgeprägt wie hier. Also hier im Aktienmarkt wäre es idealerweise so gelaufen, dass wir hier dann den Dreher gemacht hätten über dem P2. Im Devisenmarkt ist es halt nicht ungewöhnlich, dass wir eine größere Korrektur sehen. Aber das habt ihr wahrscheinlich selber auch schon als Devisenhändler häufig gemerkt, dass es hier stärkere Rückläufe gibt, die meistens weit über 50% hinauslaufen. Nicht ungewöhnlich ist hier auch 60% oder 70%, was wir hier auch sehen. Aber so ein Rücklauf hier in diese Zone des Ausbruchs ist halt was Normales und deswegen finde ich hier gerade Euro, Schweizer Franken sehr spannend, gerade aufgrund der Dynamik, die wir jetzt hier sehen. Wenn wir uns die Stunde dazu anschauen, dann sehen wir das auch, dass wir hier, nachdem wir hier doch eine ganze Zeit lang uns aufgehalten haben, hier sehen wir auch, dass dieser Bereich hier unten ja wie so eine Bodenbildung im Endeffekt war, so eine Schiebezone, die sich hier ausgebildet hat. Wir haben hier die Unterseite mehrfach angelaufen und sind jetzt hier mit einem großen Sprung dann tatsächlich hier über diesen Bereich rübergegangen. Ich würde jetzt nicht hier einfach so blind, je nachdem in welcher Zeiteinheit ihr unterwegs seid, jetzt hier einfach draufspringen, weil es ist ja doch schon eine ganz gute Bewegung, die wir hier jetzt gesehen haben, sondern hier einfach abwarten, ob es hier die Möglichkeit gibt, vielleicht, dass wir einen Pullback bekommen und dann von da aus zu starten. Ich selber bin ja ein großer Freund davon, wenn Devisenhandel, dann eher in den größeren Zeiteinheiten. Dazu habe ich ja im letzten Jahr auch schon mal einiges gesagt, gerade als ich den Euro gegen den US-Dollar gehandelt habe, wo ich zum Teil mehrere Wochen auch gleichzeitig in dem Devisenpaar drin war.
ich sehe halt einfach, dass die Trends in den mittleren und großen Zeiteinheiten häufig über einen sehr, sehr langen Zeitraum sehr stabil sind, was man auch natürlich intraday nutzen kann. Man muss halt nur wissen, dass man wirklich nur da aktiv sein sollte, wo man auch hier sehr saubere Trends hat. Euro-US-Dollar habe ich vorhin schon kurz gesagt, aus meiner Sicht auch im Moment ein ähnlich spannendes Bild. Auch hier kurz das Gesamtbild vielleicht. Wir haben hier sehr, sehr lange einen Abwärtstrend gehabt, im letzten Jahr ja noch viel, viel länger. Wir kommen ja von der 1,40 hier sehr sauber heruntergekommen bis zur 1,03 und jetzt kann man wirklich sehr, sehr gut sehen, wie der Markt sich nach oben entwickelt hat. Es ist für viele wahrscheinlich verwunderlich, warum der Markt hier so stark ist, weil viele haben natürlich damit gerechnet, dass der Markt hier die Parität vielleicht nochmal anläuft, also 1:1, weil wir ja auch gesagt haben, die Zinsentwicklung in den USA, wo wir davon ausgehen, dass die Zinsen sich mittel- und langfristig eher weiter erhöhen, hätte eigentlich für mehr Schwäche im Euro sorgen müssen. Aber wenn natürlich viele Marktteilnehmer das glauben, dann passiert natürlich häufig genau das Gegenteil. Und der Chart hat uns das ja im Endeffekt auch gezeigt. Wenn wir uns das Ganze mal unter markttechnischen Gesichtspunkten im Tageschart erstmal anschauen, da sehen wir natürlich hier diese sehr, sehr saubere Entwicklung, die wir hier in den vergangenen Wochen gehabt haben. Besonders fällt hier eigentlich auf, dass wir fast immer, und das ist das, was ich vorhin auch schon mal gesagt habe, im Euro-US-Dollar, also was in Devisenpaaren halt häufig vorkommt, dass wir sehr große Korrekturen bekommen. Das ist so eher die Regel als die Ausnahme. Hier ist es eher die Ausnahme, dass wir nur in die Zone zurückgelaufen sind des letzten P2s. Also zeichne diese Zonen auch gern nochmal für euch ein, damit es mal klar ist, damit man mal weiß, wie weit denn hier so die Bewegungen sind. Also hier ist das alte Hoch. So, und das ist eigentlich immer so der Bereich, wo man sagt, ja, okay, wenn es da hinläuft. Aber wir sehen hier im Devisenbereich voll runter, also wirklich auch wieder 70-80% Korrektur. Dann hier der nächste Ausbruch. Hier gab es dann wirklich mal nur ein kurzes Eintauchen. Und hier sieht man wirklich, wie die Stärke dazu gekommen ist. Weil hier haben wir wirklich gar keinen Rücklauf mehr hier in diesem Bereich gehabt, in das alte Hoch. Und das ist immer ein Zeichen von Stärke. Im Aktienbereich sehen wir das regelmäßig. Deswegen handle ich auch so gerne Aktien und so ungern Devisen, weil wir da diese Stärke erzeugt Stärke nicht so häufig sehen. Hier haben wir es allerdings ganz gut gesehen, nach dem Sprung über die 1,10, dass es dann sehr zügig auf die 1,1250 hochgelaufen ist, wo wir uns jetzt ein bisschen festgebissen haben in den letzten 4 Wochen. Aber auch hier sehen wir ganz gut, mit dem heutigen Tag baut sich hier wieder sehr viel Stärke auf und es sieht wirklich so aus, als wenn wir die Hochs hier herausnehmen können und dann haben wir hier auch wieder den Weg frei für Trades, dann eben auf den kleineren Zeiteinheiten, Stunde und auch Intraday, weil ich habe extra nur 3 Währungspaare rausgesucht, die wirklich aus meiner Sicht derzeit recht gut aussehen. Natürlich kann sich, wie gesagt, um 20 Uhr das Blatt immer wieder wenden, wenn, wie gesagt, solche Sachen wie Notenbanktagungen können immer das ganze Chartbild auseinanderwerfen. Deswegen gehe ich halt intraday halt nicht vor solchen Entscheidungen in den Markt hinein. Meistens bleibe ich dann so 2, 2,5 Stunden vorher dem Markt schon fern, einfach weil es mir dann zu gefährlich ist. Und dann haben wir noch das britische Pfund gegen den Schweizer Franken. Finde ich eine sehr spannende Konstellation, die wir hier haben. Sieht auf den ersten Blick vielleicht gar nicht danach aus, weil wir ja sehen, dass der Markt hier doch die Bewegung nach oben aufgenommen hat. Ich bin mir allerdings nicht so ganz sicher, wenn ich mir das Chartbild anschaue, ob das wirklich halten kann. Also wenn wir uns das anschauen, wir haben hier einen neuen Trend etabliert, nachdem wir ja hier erst vorher einen Abwärtstrend hatten. Wir haben also hier gute Chancen, dass der Markt hier nach oben läuft. Problematisch ist, dass wir hier noch nicht den wichtigen Bereich durchschritten haben. Das heißt, wir sehen hier das alte Hoch, was wir hatten, und da hängen wir natürlich jetzt noch dran. Das heißt, da sind wir noch nicht durch diesen Bereich von 1,31 bis 1,32. Sollten wir da durchkommen irgendwann, dann ist der Markt hier frei, dass wir hier schnell nach oben laufen können. Momentan ist es aber so, und das ist eben ein Fehler, den halt oder viele machen im Handel, dass sie sich den vorherigen Trend nicht so genau anschauen, weil das ist eben doch schon ein ganzes Stück weg. Und wenn wir uns aber die Bewegung hier anschauen, sehen wir ganz klar, dass wir hier auf der großen Zeiteinheit, nämlich auf dem Tageschart, hier eben noch nicht in einem neuen Aufwärtstrend sind, sondern dass wir uns hier immer noch in einem Abwärtstrend befinden. Und dieser ist halt noch gar nicht gebrochen, sondern wir sind hier einfach noch
immer in dem Abwärtsmodus drin. Und deswegen bin ich hier eben nicht so der große Freund von Long, sondern eher mit dem Gedanken dabei, hier lieber die Shorts Seite zu wählen. Wichtig ist dabei natürlich, dass wir hier das Tief bei etwa 1,20, 1,21 rausnehmen müssten. Das ist hier so die Unterseite. Hier haben wir ja den Bereich, wo der Markt auch derzeit hinläuft. Wir sind zwar jetzt noch bei 1,23, aber wir haben hier gute Chancen, wenn der Markt hier in diesem Bereich hineinläuft, 1,21, 1,22. Jetzt weiß ich nicht, warum das Zeichenprogramm nicht zeichnen, das nicht abspeichern möchte. So, jetzt haben wir es. Wenn wir hier durchlaufen, durch die 1,21 nach unten, dann sehe ich hier gute Chancen, dass wir auf der Short-Seite wieder was machen können, wo ich dann wieder die Möglichkeit habe, im Tages- bzw. im Stundenbild hier dann das Ganze zu handeln. Wie gesagt, Intraday für alle die, die vielleicht lieber Intraday-Handel auf 10 Minuten, 5 Minuten oder Minute, gilt das Ganze natürlich auch, weil hier hat man natürlich aufgrund der kleineren Stops viel bessere Möglichkeiten, auch mit mittleren und kleinen Konten zu agieren. Man muss natürlich damit leben, das ist ja auch klar, das wisst ihr ja auch, je kleiner die Zeiteinheit ist, mit der man agiert, desto wichtiger sind hier Stops zur Risikobegrenzung. Nicht, dass man das auf den großen Zeiteinheiten nicht braucht, aber es ist halt, verschiebt sich einfach ein bisschen, weil wir auf den großen Zeiteinheiten halt sehr hohe Trefferquoten haben. Der eine oder andere ist ja auch bei mir im Bereich systemischer Handel, da haben wir Trefferquoten, die sich bei 70-80% bewegen, und je weiter wir runterkommen mit der Skalierung, Stundenchart 50-55%, dann runter in Intraday-Handel, und dann wird es halt bei vielen Tradern auch so sein, dass die sich um die 50% oder sogar tiefer, also 40% Trefferquote bewegen. Und daran kann man dann schon feststellen, dass es dann nicht einfacher wird, nicht weil das Trading schwieriger wird, das will ich gar nicht sagen, aber es ist mental halt nicht so einfach, als wenn man Trefferquoten hat, die fast doppelt so hoch sind. Deswegen hier immer aufpassen, immer nur die Trades rausnehmen, die wirklich gut aussehen, die sauber sind, und lieber einen Trade liegen lassen und nicht handeln, als zu viel handeln und so mittelmäßige Trades machen. Also ich finde, es ist besser als Händler mal zu sagen, ich habe mal einen Tag gar keinen Trade gemacht, weil ich nichts gefunden habe. Das passiert mir im Handel von Tagstunde häufiger, dass wir keine Trades haben. Im Daytrading hat man natürlich fast immer Trades, logischerweise, weil es irgendwelche Situationen halt immer gibt und wenn es nachrichtengetrieben ist. Aber gerade im Devisenmarkt achtet bitte darauf, dass ihr wirklich die Trades nehmt, die wirklich gut aussehen und nicht so, weil ihr gerade nicht wisst, was ihr machen sollt, dass ihr hier irgendwelche Trades nur aus Spaß eingeht. Okay, dann habe ich noch ein paar Werte mitgebracht, die ganz gut aussehen, aus dem Nasdaq erstmal, und dann können wir auch gleich, wenn ihr möchtet, auch noch gemeinsam screenen oder auch vielleicht uns ein, zwei Werte anschauen, wo ihr vielleicht sagt, boah, das würde mich interessieren. Zum einen habe ich hier Applied Materials mitgebracht. Finde ich super spannend. Wir haben hier genau wie im Nasdaq 1:1 im Prinzip die Korrektur miterlebt. Was ich das Spannende daran finde ist, und das wird vielleicht dem einen oder anderen auch aufgefallen sein, wenn ich jetzt erstmal so den groben Trend hier einzeichne, ist wirklich jetzt erstmal nur ganz grob, damit man überhaupt so weiß, in welche Richtung wir hier unterwegs waren. So, wenn wir uns das hier anschauen, sehen wir hier halt, die Aktie ist aufwärts, befinden uns auch oberhalb des 200er EMAs, also alles so diese grundlegenden Dinge, die wir so unter markttechnischen Gesichtspunkten hier häufig berücksichtigen. Und dann sehen wir aber auch gleichzeitig, dass wir hier dieses schöne Tief angelaufen haben, und zwar das Tief hier bei 42,73 ist hier dann angelaufen worden, sind wir auch gut runtergefallen, also ein ganzes Prozent runtergerutscht. Und da sind natürlich viele aus ihren Positionen herausgeholt worden, die die Aktie vielleicht schon länger im Tageschart hatten. Die Stundentrader sind ja sowieso wahrscheinlich schon früher rausgeflogen aus dieser Position. Aber wenn wir uns jetzt anschauen, was ist hier passiert. Der Markt fliegt im Endeffekt hier unter die Tiefs, das heißt, die Stops wurden hier herausgezogen. Und das sind auch die Situationen, die ich aus den Coachings immer wieder kenne, wenn mir dann die Coaches häufig sagen, ja, bei mir wird immer der Stop abgeholt, das könnte ja im Stundenchart oder Minutenchart ja ähnlich aussehen. Und dann läuft der Markt nach oben, weil wir sehen ja, dass wir vom Tief zum Hoch hier mal eben gerade 4-5% gemacht haben. Jetzt machen wir hier einfach gerade den Messer dran, den Performance-Messer. Da sehen wir mal, was hier in zwei Tagen oder in drei Handelstagen passiert. Das passiert sehr häufig, diese Konstellation, dass wir sehen, boah, Markt bricht durch, holt die Stops und dann sehen wir so eine Umkehrkerze und Markt erholt sich wieder. Handeln aufgrund von Zeiteinheiten ist es halt schwierig. Intraday lässt sich das sehr gut umsetzen. Gerade so diese Ausbrüche nach unten,
machen auf jeden Fall Sinn, diese typischen Bullen- und Bärenfallen immer wieder ins Trading mit aufzunehmen. Also da einen Handelsplan für zu erstellen, macht hier wirklich Sinn, weil, wie gesagt, man sieht hier wirklich, dass es innerhalb von 2 Tagen so viel Performance wie der DAX im Durchschnitt macht. Ja, und deswegen haben wir hier gute Chancen, wenn sich die Aktie hier stabilisiert, hier auch auf Stundenbasis noch vielleicht wieder einen guten Trade zu bekommen, weil es eben aussieht, als wenn es hier wirklich nur tatsächlich darum ging, hier die Stops herauszuholen, dass es hier keine Trendumkehr gibt nach unten, sondern wirklich nur tatsächlich das Ziehen der Stops. Wir können uns davor auch nicht wirklich schützen als Trader. Sorry, ich muss mal gerade einen kleinen Moment was trinken. Wir können uns als Trader auch nicht wirklich davor schützen in solchen Situationen, dass der Stop mal gezogen wird, weil er dient ja dazu, um uns, ja, unser Kapital zu schützen, weil ein guter Trader muss natürlich immer dafür sorgen, dass sein Kapital geschützt bleibt, dass wir pro Trade einfach nur einen bestimmten prozentualen Satz verlieren, also bei mir zum Beispiel 0,25%. Das ist dann ärgerlich, wenn es passiert, aber wir können ja dann darauf schauen, haben wir wieder eine Chance, dann wieder reinzukommen in den Markt, dass wir mit dem nächsten Trade dann eben entsprechend den Verlust sofort wieder ausgleichen können. Das ist ja so die Kunst des Traders. Da haben auch die meisten Leute die meisten Probleme mit, die meisten Traders. Es geht also nicht um das Setup häufig, weil das kriegt man ja relativ einfach gelernt, sondern es ist ja häufig eher so diese mentale Geschichte, wenn ich 3, 4, 5 Mal ausgestoppt worden bin, immer wieder zu sagen, ja, okay, das ist halt so und ich mache aber auch den 6., 7., 8. und 10. und 100. und 1000. Trade. Also immer wieder das Gleiche zu machen, immer unter der Berücksichtigung, dass die Großwetterlage immer noch passend ist. Weil das, was wir vorhin als erstes gemacht haben, ist halt die Beurteilung der Großwetterlage und dann eben im Nachgang dann zu schauen, welche Aktien bieten sich denn jetzt an oder die Wiesenpaare, um hier weiterzukommen. Auch hier finde ich eine super Entwicklung von der Aktie. Wir haben sie hier beim letzten Mal auch, glaube ich, vorgestellt gehabt. Auch hier sehr schön zu sehen, hat sich wirklich sehr, sehr gut entwickelt. Auch hier zum gleichen Zeitpunkt. Also wir sehen wirklich diese Umkehrbewegung. Deswegen habe ich die Aktie hier auch nochmal rausgesucht. Ist im Prinzip am gleichen Tag gewesen wie bei Applied Materials. Das sehen wir halt sehr häufig, wenn dann der Markt plötzlich an einem Tag runterfällt, so wie hier. Das war dann eben entsprechend am Freitag, dann am Montag konnte man schon das Reversal sehen und dann wieder der Turnaround Dienstag, wo dann im Prinzip die Post wieder abgeht. Das heißt, es sind so viele kleine Bauteile, die wir als Trader berücksichtigen sollten, nicht müssen, weil es gibt ja kein Müssen, wir sind ja nicht hier in der Mathematik nur das 1 und 1, 2 ergibt, sondern es sind einfach viele kleine Bauteile, die wir einfach versuchen zusammenzubringen und das ist der Unterschied zwischen nachher einem guten Trader, sehr guten Trader oder durchschnittlichen Trader. Und das sieht man dann ja auch in der Performance, weil der gute Trader wird halt kontinuierlich Woche für Woche, Monat für Monat eine positive Performance auf die Beine stellen, während die mittleren Trader ja Phasen haben, wo das halt gut läuft, wenn der Markt nach oben läuft, logischerweise. Dann werden auch die Trader, die vielleicht nur durchschnittlich oder sogar gar nicht so richtig wissen, was sie tun sollen, vielleicht positive Performance haben. Nur wenn die Märkte dann schwieriger werden und sie nicht alle möglichen Bauteile berücksichtigen, dann wird es halt schwierig. Ne? Und ich kann immer nur jeden dazu ermuntern, so viele Bauteile, wie es geht, ins Trading mit einzubeziehen. Viele, ich sag mal, Informationen aufzusaugen. Ich meine jetzt nicht damit, 1000 Webinare zu besuchen mit unterschiedlichen Strategien, weil das bringt einen auch nicht ans Ziel, sondern sich irgendwo wirklich mal festzusetzen und zu sagen, okay, das ist wichtig. Also eine gute Morgenroutine zu entwickeln. Was gehört dazu? Welche Märkte muss ich mir anschauen? Und, wie wir das hier beim großen Marktausblick auch machen. Sich die Volatilitäten anschauen, die einzelnen Aktien, Nachrichten und. Das sind eben Dinge, die wichtig sind. Dann einen Handelsplan erstellen und dann funktioniert das Trading auch. Also das sind wirklich, man muss sich selber reflektieren können und dann hat man auch gute Chancen, hier voranzukommen. So, dann haben wir Checkpoint Software. Gleiches Bild, deswegen möchte ich hier nicht nochmal groß drauf eingehen. Auch hier ist im Prinzip genau das Tief rausgeholt wie bei Applied Materials und danach ging die Post wieder ab. Das sind wirklich Sachen, darauf solltet ihr achten im Trading. Hier, zack, tief gezogen und Intraday ging dann sofort die Post ab. Also wenn man sich das Ganze dann anschaut im Intraday-Chart für die ganzen Day-Trader unter euch, wirklich schöne Chancen, wenn ihr denn eine entsprechende Strategie darauf anwenden könnt.
So, dann habe ich noch drei weitere Werte mitgebracht, die auch schon seit Wochen und Monaten sehr schöne Aufwärtstrends haben. Und hier Expedia haben wir auch schon ein paar Mal vorgestellt, auch sehr stark. Gefällt mir auch sehr gut die Aktie, gerade auch gut in den kleineren Zeiteinheiten zu handeln. Wichtig ist halt immer, dass wir hier einen sauberen Trend haben, der vorliegt. Und das haben wir hier, wenn wir uns das Ganze anschauen, auch hier, ich mache jetzt einfach mal nur die letzte Phase, damit man das Ganze ganz gut sehen kann, im Tageschart. Wie gesagt, vom Tageschart aus kann man ganz gut eigentlich immer runterbrechen auf die anderen Zeiteinheiten. Starker Rücksetzer, eigentlich für eine Aktie zu stark für mein Gefühl, aber auch hier dadurch, dass wahrscheinlich der ganze Nasdaq durch Apple letzte Woche runtergezogen wurde, sind hier einfach auch sehr, sehr starke Werte alle in Mitleidenschaft gezogen worden. Woran wir erkennen, dass gute Werte sich dann danach sehr, sehr schnell wieder erholen, so wie hier, weil wir sind jetzt nur noch vom Hoch wirklich 2% weg und dann haben wir wieder ein neues Hoch in der Aktie. Und das ist eben das, worauf ich halt achte, wie stark sind denn Aktien, wie stark können die sich hier entwickeln und auch möglichst wieder zurückkommen, weil Stärke erzeugt nun mal Stärke und da macht es einfach Sinn, darauf zu gehen. Schließt sich im Prinzip wieder der Kreis zum Screening. Je besser man im Screening ist, also bei der Auswahl der Werte, die man sich sucht, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr eine hohe Performance erzielen könnt. Also nicht nur, dass ihr überhaupt im Plus seid, sondern wirklich eine sehr, sehr starke Performance macht. Weil wenn man immer nur die besten Aktien im Topf hat oder die von 10 Aktien vielleicht 7, die extrem stark performen, man weiß es ja immer nicht im Voraus, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach, selbst wenn man kleine Fehler im Trading hat, die der Markt dann verzeiht. Also deswegen hier einfach immer darauf achten. Eine Aktie, die ich hier auch schon vorgestellt habe, die ich aber auch wieder bei mir auf dem Plan habe, wo ich auch nochmal versuche, wieder reinzukommen, ist jetzt Intuit, weil hier kann man wirklich auch sehr schön sehen, als letztes Mal, als wir darüber gesprochen haben, hier für den Einstieg, da waren wir um die 124, 125, jetzt sind wir bei 140, gut 10% höher und dazwischen liegen wir gerade 4 Wochen. Wie gesagt, wenn man das vergleicht mit dem, was im Index möglich ist, wie gesagt, durchschnittlich 6-8% und hier in einem Monat 10. Daran sieht man einfach diese Outperformance, die möglich ist. Und es sind halt immer dieselben Werte im Endeffekt, die hier Monat für Monat auch wieder auf den Plan kommen, weil das ist wirklich so, dass häufig Aktien immer einen sehr, sehr langen Zeitraum sehr stark bleiben. Und das versuche ich halt immer zu nutzen. Und das ist dann auch egal, ob man das, wie gesagt, dann im Stundenchart macht oder im Tageschart. Wie möchte ich jetzt hier reinkommen? Klar, ich brauche halt hier wieder einen neuen Trend, um hier sauber reinzukommen. Wenn wir uns jetzt den Stundenchart anschauen, dann sehen wir auch, wir haben hier die Verletzung gehabt. Wir sind hier einfach nach unten weggebrochen. Da bin ich dann auch rausgestoppt worden aus der Position und brauche jetzt im Prinzip wieder ein neues Setup, um hier vernünftig hineinzukommen. Watchliste heißt hier dann das Zauberwort. Da ist sie dann drauf und sobald ich hier wieder einen sauberen Trend bekomme, versuche ich hier natürlich dann auch wieder hineinzukommen und dann das Ganze wahrscheinlich, wie ich das auch gerne mache, im Intraday-Handel den ersten Einstieg zu wählen und dann von da aus dann versuchen, wenn die Position gut anläuft, die dann in die nächstgrößere Zeiteinheit zu transferieren, so dass man dann wieder die Chance hat, hier wieder so einen Runner zu bekommen, mit dem man 5-10% Performance mitnehmen kann. Okay, dann schauen wir uns noch einen Wert an. Auch diesen haben wir schon vorgestellt gehabt beim letzten Mal. Auch dieser hat sich wieder sehr gut entwickelt, hat auch hier ungefähr 10% in der gleichen Zeit machen können. Auch hier dasselbe Bild. Markt fällt runter, Donnerstag, Freitag, Umkehrkerze, am Montag dann so und Dienstag, jetzt kommt es langsam hoch. Hier sehen wir im Vergleich zu den anderen Werten, dass sie sich nicht so stark jetzt nach oben abgesetzt hat, obwohl wir hier auch nur 2% unterm Hoch sind. Das heißt, auch hier würde ich jetzt im Stundenchart darauf achten, ob wir hier einen neuen Trend bekommen, der sich hier im Stundenchart entwickelt. Und wenn der da ist, würde ich auch sofort wieder darauf setzen. Sinn halt hier, ist es hier in einer Bewegung herunter und es macht, wie gesagt, wir haben hier einen kleinen Trend, der sich entwickelt hat. Den würde ich aber persönlich nur im Intraday-Handel im besten Fall nutzen, nicht im Tageschart und vor allen Dingen nicht im Stundenchart, weil wir hier diesen Widerstandsbereich hier einfach noch nicht durchlaufen haben. Ich zeichne den auch hier nochmal kurz ein. Wir haben hier auf der Unterseite hier so ein paar Punkte und da möchte ich halt, dass wir durchkommen.
So, und sobald wir hier durch diesen Bereich durchkommen, ich weiß nicht, warum das Zeichenprogramm das nicht will, haben wir vorhin auch schon gehabt. So, da möchte ich halt erst durch. Also solange wir hier nicht da wirklich massiv durchkommen, und das sieht halt im Moment noch nicht danach aus, wir sehen auch die Umsätze, laufen nicht wirklich hoch. Ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann. Ich mache es sonst auch mal ein bisschen größer. Auch das ist so ein Punkt, auf den ich natürlich immer ein bisschen mit drauf achte. Was machen wirklich die Umsätze? Und wieder ein kleiner Baustein im Endeffekt, aber diese kleinen Dinge bringen das Ganze halt zusammen. Und dann, wenn wir da durchkommen durch die 100, 925, dann denke ich, haben wir hier auch gute Chancen, Intraday wieder einen guten Trade zu erwischen. Okay, also das jetzt erstmal so zur ersten groben Vorauswahl. Wie gesagt, wir können hier gerne noch durch den Nasdaq oder S&P auch gehen. Wenn ihr Kürzel habt zu einzelnen Aktien, schreibt sie einfach rein. Wenn ihr die euch anschauen oder gemeinsam anschauen möchten, dann können wir das sehr gerne machen. Ansonsten hier, wie gesagt, ich glaube, ich war hier bis M. Können wir nochmal gucken hier, was wir noch haben. Microsoft, habe ich jetzt gerade das Kürzel nicht von... von Agena Trader. Vielleicht hat es gleich einer. Adobe, ja, Adobe können wir uns natürlich anschauen. Müssten wir auch hier vorne, glaube ich, haben. Ich mache es mal ein bisschen größer. Dann finden wir es auch. Da haben wir es schon. So, also Adobe. Auch hier im Prinzip mustergültig, was hier passiert ist. Wir haben hier einen super langen Aufwärtstrend gehabt. Hier eine etwas größere Korrektur gehabt über zwei Tage. Dann neue Hochs gemacht. Nochmal ein neues Jahreshoch gemacht. Und hier passiert eigentlich genau das, was ich vorhin gesagt habe. Neues Hoch konnte sich nicht durchsetzen. Wir sind unter die Tiefs gefallen. Und was dann passiert, ist halt dieses typische Mustergültige, was immer sehr, sehr häufig passiert. Wenn ein Markt nicht nach oben laufen kann, sich nicht mit neuen Hochs durchsetzen kann, was passiert? Er fällt einfach runter. Und das ist halt ein typisches Bild. Und deswegen sind die Stops auch so unwahrscheinlich wichtig im Trading, dass ihr Stops wirklich benutzt, um euer Kapital zu sichern und nicht einfach sagt, naja, dann lasse ich den Stop halt hier unten. Gut, in dem Fall wäre es jetzt gut gegangen, aber bei den anderen Aktien, die wir vorhin gehabt haben, hat man gesehen, da fliegt man einfach raus. Deswegen immer die Stops nachziehen, weil wenn so eine Welle mal kommt, dann sehen wir das hier ganz gut. Das sind hier sage und schreibe 10% Kursrückgang, die wir hier in wenigen Handelstagen gesehen haben. Und das will man sich ja häufig ersparen, solche Rückgänge. Okay, also kann man da jetzt rein oder nicht? Ich würde es halt wieder in den Stundenchart gehen, wie ich das immer mache. Versuche mir dann einfach das Bild nochmal anzuschauen, wie ist es gelaufen. Also wir haben hier den Absturz dann gesehen mit dem Gap nach unten. Guter Einstieg wäre im Prinzip hier gewesen aus meiner Sicht hier am 12.06., weil wir haben hier die Umkehr gesehen und dann hier entweder Intraday oder eben auf Stundenbasis hier halt reinzukommen. Für mich eher eine Aktie im Intraday-Handel, weniger im Stundenhandel. Aber für Intraday finde ich halt sehr, sehr spannend den Wert und von daher auf jeden Fall kann man das auf jeden Fall nehmen, weil auf dem Tagesbild das Ganze auch noch gut aussieht. Okay, dann schauen wir weiter bei den Fragen. Kommen wir noch kurz zu Microsoft, weil da vorhin die Frage auch zu war. Schauen wir einfach hier kurz in den Tageschart zu Microsoft. Also Microsoft im Prinzip auch noch im sauberen Trend, was ja auch immer für wichtig ist, wenn man markttechnisch halt handelt. Ich zeichne auch hier den aktuellen Trend einfach mal ein, damit man das sieht. Wichtig ist vor allen Dingen immer das letzte Tief. Das ist aus meiner Sicht halt ein wichtiger Punkt, damit man einfach so einen Ankerpunkt hat, wo die meisten Trader ihre Stops haben. Und hier kann man es ganz gut sehen. Wir haben hier einen sauberen Aufwärtstrend. Wir haben hier einen Rücklauf gehabt, der im Prinzip ja mit den ganzen anderen Aktien, die wir gesehen haben, genau gleichmäßig mitgelaufen ist. Korrektur, ja, ein bisschen stärker als gewünscht. Wir haben ja vorhin schon gesagt, idealerweise nicht ganz so tief, haben aber hier eine schöne Umkehr auch gebildet. Und von daher macht es hier durchaus Sinn, wirklich genauer dann auch mal zu schauen im Stundenchart, dass wir uns sagen, okay, schauen wir uns die Stunde hier mal genauer an. Und die gefällt mir hier schon recht gut, die Stunde. Markt kommt hier wirklich schön hoch. Also würde ich eher sagen, also Microsoft Intraday auf jeden Fall auch eine gute Möglichkeit, hier wieder einen Einstieg zu machen. So, dann haben wir Microsoft, Adobe, dann haben wir MCR.
Mal schauen, MCR habe ich, glaube ich, sonst gar nicht auf dem Plan, gebe ich mal hier gerade ein. Nee, der Teilnehmer dachte, das Symbol für Microsoft wäre MCR. Ah, okay, nee, dann hat sich das schon erledigt. Okay, ja. SZU. So, Südzucker. Wechseln wir in den deutschen Markt. Also long sieht die Aktie auf jeden Fall auf den ersten Blick erstmal nicht aus. Da gehe ich von aus, das hat Oliver auch wahrscheinlich nicht so gemeint. Ja, die Aktie ist ganz klar hier auf der Short-Seite. Ne? Wir haben jetzt vom Hoch hier 20% erstmal verloren, befinden uns auch unter dem 200er, das kann man ja ganz gut sehen, wenn wir hier kurz drauf gehen. Wenn wir uns den Trend hier anschauen, gibt es eigentlich zwei Short-Trends, die wir hier ganz gut auch sehen können. Das ist einmal hier der ganz große Trend, der hier nach unten geht. Aktie hat es hier versucht hochzukommen, hat es nicht geschafft und dann hier halt herunter. So, und dann sehen wir aber auch da drinnen haben wir natürlich hier diesen kleineren Trend, der sich hier etabliert hat. Und das ist ja wahrscheinlich der, den die meisten auch handeln würden, diesen Trend hier. Oder sogar tiefer, wenn man jetzt auf Stunde oder Intraday handelt. Und wir haben hier eigentlich eine mustergültige Korrektur, wieder hier an die alten Tiefspunkte heran. Was wir jetzt brauchen, ist im Endeffekt Dynamik nach unten. Was mir an der Aktie gut gefällt, ist, wenn wir uns überlegen, wir haben, wer das Bild vom DAX noch im Kopf hat, was ist in den letzten Tagen und Wochen im DAX passiert. Vielleicht gehe ich hier jetzt auch, ich habe hier den FDAX ja auch. Wir befinden uns hier auf dem Hoch. Das heißt, wir haben ja gesehen, dass die Aktie oder der Index sich versucht, immer neue Hochs zu machen. Und was ist in der Aktie passiert? Unbeeindruckt, die hat hier nur einfach ihre Korrekturphase genutzt und wenn jetzt der Gesamtmarkt in die Korrektur geht, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich groß, was die Aktie dann macht, neue Tiefs auszubilden, hier, also in diesem Trend wieder nach unten läuft. Und deswegen finde ich diese Kombination halt immer total gut, Index zur Aktie zu stellen. Ne? Also ich meine, man muss sich natürlich grundsätzlich die Frage stellen, möchte ich oder muss ich in einem starken Markt, der Allzeithochs macht, Short traden? Das ist aber eine ganz andere Frage. Wenn wir uns nur die Aktie anschauen, ist sie auf jeden Fall ein Short-Kandidat. Also long hoffe ich zumindest, Oliver, dass du die nicht entsprechend handeln wolltest. Ne? Okay. Kommen wir zur nächsten, ja, hallo Sebastian, zur Adidas-Aktie. So, und das ist nicht die Adidas-Aktie, da war ich zu schnell. So, jetzt haben wir die Adidas-Aktie. Wir haben hier in der Adidas-Aktie gesehen, dass wir hier sehr, sehr lange einen starken Trend gehabt haben. Die Aktie hat sich hier wirklich sehr gut entwickelt gehabt, in den, ja, im Prinzip seit Herbst letzten Jahres, nachdem sie da mal korrigiert hat, ist hier sehr schön nach oben gelaufen, hat dann allerdings eine größere Korrektur jetzt angelaufen. Das heißt, wir haben auch hier ein Bild, was vielleicht erinnert ihr euch, das vorhin auch schon mal bei einer anderen Aktie gesehen, die Aktie hat versucht, sich hier neue Hochs zu machen, hat es auch immer geschafft, ist danach abverkauft worden. Wieso, weshalb, warum das so ist, möchte ich jetzt hier an dieser Stelle nicht weiter eingehen. Das ist eher Thema dann von Coachings oder Seminaren, weil da kann man das wirklich sehr genau spezifizieren, warum das so ist und wieso auch dann der Absturz danach kommt. Wir sind danach wieder 10% gefallen. Grundsätzlich ist aber wichtig, und das kann man hier ja auch sehr einfach sehen, die Aktie hat halt einfach das Tief gebrochen. So, und danach ging es halt in die Korrektur und auch in eine größere Korrektur. Jetzt ist natürlich erstmal spannend, schafft die Aktie sich hier wieder nach oben zu gehen. Auch hier würde ich jetzt einfach erstmal darauf achten, okay, wo ist denn hier der Trend, der nach unten gelaufen ist. So, wenn wir uns das Ganze dann hier anschauen, kann man das ja ganz gut sehen. Wir haben hier unten so ein Doppeltief rausgezeichnet, hier rauf und hier herunter. Auf der Unterseite haben wir hier ein neues Tief gemacht, das ist aber nicht viel tiefer als das vorherige. Das heißt, der Markt hat es versucht. Viele sind auch bestimmt draufgesprungen auf der Short-Seite. Aktie konnte sich aber auf der Unterseite nicht durchsetzen. Warum nicht? Die Aktie ist einfach sehr, sehr stark. Die ist seit anderthalb Jahren extrem stark, gehört zu den stärksten Aktien im DAX seit anderthalb Jahren.
Und da scheint einfach ein Boden gewesen zu sein bei 166, 167. Wir haben jetzt hier diesen Korrekturtrend auch gebrochen und wir sehen ja auch, wie dynamisch die Aktie hochläuft. Auch heute, wo der DAX Intraday korrigiert hat, also erst neues Hoch gemacht, dann wieder zurückgekommen, dass die Aktie hier sehr stark ist. Also wir klemmen hier im Endeffekt knapp unter dem Tageshoch, spricht einfach dafür, dass die Aktie wieder innere Stärke aufbaut. Auch das Volumen kann man, wie gesagt, hier immer ein bisschen schwer sehen, weil hier ein Tag dabei ist, wo wir sehr starkes Volumen hatten. Vielleicht nehme ich den einfach mal raus, damit wir das mal sehen. Wir sind hier also mit dem Volumen, kommen wir wirklich auch wieder nach vorne und weiß ja, wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, Sebastian, was das Volumen angeht, da wirklich auch drauf achten. Also ich denke, wir haben hier gute Chancen, dass die Aktie wieder nach oben kommt, denn wir haben jetzt in den letzten Tagen hier 5% gut machen können, obwohl der Index dieses nicht nachvollziehen könnte. Der Index selber hat in den letzten 5 Handelstagen nicht 5% gemacht. Das heißt, es baut sich hier eine innere Stärke auf. Wir kriegen hier wieder diese Branchenrotation rein, auch die Einzelwerte, wo sie sich wieder verschiebt. Deswegen glaube ich einfach, dass wir gute Chancen haben, dass Adidas wieder zur alten Stärke zurückkommt. Okay, dann habe ich, glaube ich, hier noch ziemlich viel zum deutschen Markt. Da haben wir hier VW, sehe ich noch, Fragen dazu und auch E.ON, Fielmann und Bayer. Dann lade ich doch einfach mal gerade ganz kurz den deutschen Markt hier rein. Dann haben wir die ganzen Sachen gleich da. Und dann können wir hier dann eben entsprechend den deutschen Markt uns etwas genauer anschauen. So. Nehmen wir gerade den Nasdaq raus und nehmen dafür den deutschen Markt. Kurz rein. Ja, der deutsche Markt ist halt besonders stark. Ich selber handle den auch extremst gerne. Ich habe das ja auch schon das ein oder andere Mal gesagt. Ich handle mehr Aktien im deutschen Markt als im amerikanischen Markt. Mich stören auch nicht die höheren Gebühren für den deutschen Markt. Das ist natürlich wichtig, dass ihr eine Strategie habt, mit der ihr gut klarkommt und wo die Gebühren dann nicht die ganz große Rolle spielen. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, spielt es aus meiner Sicht nicht so die große Rolle, weil wenn man auf den mittleren und großen Zeiteinheiten unterwegs ist, ist es eigentlich vollkommen irrelevant, ob die Gebühren etwas höher sind als im amerikanischen Markt, weil wichtig ist einfach nur, dass man eine starke Aktie hat. So, kommen wir jetzt zu VW. Frage dazu ist nicht da, ist einfach nur, was ist mit der Aktie? Ich würde die Frage in den Raum einfach mal geben. Sieh die Aktie, weil ich würde natürlich gerne wissen, ob du die jetzt eher long oder short handeln wolltest. Gernot war das, glaube ich, ja. Vielleicht schreibst du es kurz in den Chat, ob du jetzt eher long- oder short-lastig bist. Also wenn ich mir die Aktie halt anschaue, was mir sofort auffällt, long ab jetzt, welche Gründe gäbe es dafür, die Aktie long zu handeln? Ich schaue mir das halt an, was ist hier passiert. Und wir haben gesehen, der Index ist auf hoch. Und die Aktie befindet sich hier rund 23 Euro tiefer. Das sind etwa 15% unterm Tief. Wir konnten diese ganze Aufwärtsbewegung der letzten Tage und Wochen nicht mitmachen. Das heißt, für mich fehlt mir im Moment so ein bisschen die Fantasie, wo jetzt die plötzliche Kraft bei Volkswagen herkommen soll. Es sei denn, es gibt eine Nachricht im Markt, von der du weißt, die würde die Aktie jetzt nach vorne treiben. Rein markttechnisch gesehen fehlt mir da so im Moment so ein bisschen die Fantasie, denn ich zeichne das auch mal kurz ein, vielleicht damit es ersichtlich ist. Ich habe hier einen Aufwärtstrend gehabt in der VW. Die Aktie hat sich ja wirklich extremst gut erholt von ihren Tiefpunkten. Die hat ja wirklich sehr, sehr gelitten, zum Teil zu Recht, durch den Abgasskandal. Und dann sehen wir aber, dass sich danach im Prinzip ein Korrekturtrend ausgebildet hat. Ne? Also hier sehr schön zu sehen, Markt fällt hier halt runter. So, und dann hier herunter. So, jetzt haben wir gesehen, dass der Markt hier natürlich eine schöne Rallye gemacht hat. Das heißt, wir haben hier diese Abwärtskorrektur ja sehr schnell verlassen, nachdem wir hier auch am 200er sich stabilisieren konnten. Was wir nur nicht sehen, ist hier ein neuer Aufwärtstrend. Das ist so, was mich so ein bisschen hier stört. Also wir sehen hier diese eine ruckartige Bewegung, sehen allerdings auch gleichzeitig den Rücklauf im Endeffekt hier an die alten Tiefs. Ich habe hier markttechnisch keinen Trend und deswegen kann ich mich für diese Aktie hier an dieser Stelle nicht erwärmen, es sei denn, du würdest jetzt irgendein anderes Setup
jetzt hier aus dem Hut zaubern, wo du sagst, ja, das ist jetzt der Grund, weil wir befinden uns halt unterm 200er. Und das ist halt für mich eher nicht so toll. Und deswegen wäre das für mich jetzt nicht unbedingt ein Long-Kandidat. Also wir können natürlich auch gerne darüber diskutieren. Wenn ihr möchtet, dann schreibt eure Meinung halt dazu. Guck mal, du hast, glaube ich, auch noch kurz was dazu geschrieben. Bin bereits long und frage mich, ob ich raus soll. Also wie gesagt, ich hätte hier auf diesem ganzen Weg hätte ich hier nicht einen einzigen für mich persönlich Einstiegschance gesehen, weil ich hier einfach noch keinen Trend habe. Also, ne, also ich würde das, würde hier halt nicht handeln wollen. Ich sag mal, sobald wir unter die Tiefs fliegen, ist es auch schwierig, weil wir haben noch keinen Long-Trend und der Short-Trend ist kaputt. Also es ist im Prinzip so eine marktneutrale Situation und deswegen eiert die Aktie hier aus meiner Sicht auch einfach nur rum. Ne? Okay, dann hat man noch E.ON auf jeden Fall. So, jetzt mal. Ja, E.ON ist im Prinzip wie vorhin RWE schon angekündigt, ein absolutes Muss im Trading. Ich finde so RWE und E.ON, die nehmen sich im Moment nichts, was das Ganze angeht, sind extrem stark, macht super viel Spaß, das Ganze zu handeln. Man sieht hier einfach die Stärke, die sich hier aufgebaut hat. Wir haben hier in den letzten paar Handelstagen hier eben mal gerade 10% plus X gemacht. Also ich liebe halt Aktien, die so dynamisch sind und ich handle halt immer Stärke, erzeugt Stärke und das ist ja das, was ich immer wieder in den ganzen Screening-Prozessen immer wieder zeige. Das ist halt das, wonach ich suche. Ich suche genau diese Dinger. Ich habe jetzt nicht E.ON, sondern ich habe RWE, aber im Endeffekt läuft das Ganze halt aufs Gleiche hinaus, ne? Also alles in Ordnung. Okay, dann Bayer noch. Ich will jetzt noch Bayer und Fielmann habe ich hier, glaube ich, noch. Und dann sind wir, glaube ich, auch von der Zeit her durch. Ich habe nämlich gleich im Anschluss auch noch ein Webinar. Bayer-Aktie auch. Erstmal prinzipiell natürlich Aufwärtstrend. Dann zu sehen, wir befinden uns jetzt hier am letzten Hoch. Je nachdem, in welcher Zeiteinheit man jetzt einsteigen möchte. Also wenn man drin ist, ist alles super. Neueinstieg hier an dieser Stelle würde ich persönlich jetzt gerade nicht machen, weil wir befinden uns halt knapp am Hoch. Sind wir durch, finde ich super. Korrigieren wir ein bisschen, ist auch super. Also im Endeffekt versuche ich halt, ohne jetzt unbedingt hier in den Strategiemodus hineinzufallen, aber ich versuche halt immer aus der Korrektur heraus reinzukommen. Wo ich nicht rein möchte, ist genau hier. Weil da gibt es einfach zu viele Leute, die jetzt am Hoch unbedingt verkaufen wollen, also nicht unbedingt, aber das passiert halt häufig, gerade wenn der Markt nicht mitzieht und deswegen liebe ich es lieber hier aus der Korrektur oder einfach hinterher, also sprich darüber. Das ist mir auch dann noch okay, also das würde ich auch machen, habe ich auch keinen Stress mit, aber jetzt wie gesagt kurz davor finde ich ein bisschen unglücklich. Ansonsten alles top. So, dann gucken wir noch zu Fielmann zum Abschluss. Jetzt muss ich gestehen, dass ich das Kürzel nicht im Kopf habe, aber ich gebe es mir einfach als Wort ein, Fielmann. So, mal gerade schauen. Fielmann-Aktie. Okay. Ja, auch hier natürlich die Frage, Long oder Short, wenn ich mir die Aktie anschaue. Markttechnisch gesehen finde ich es schwierig, hier einen Einstieg im Tageschart zu finden. Was ich mir vorstellen könnte, den Rebound vom EMA 200 eventuell zu handeln. Also das hier, das wäre jetzt die Alternative, aber so markttechnisch an sich finde ich einfach, sieht die Aktie einfach nicht stark aus. Wir haben hier einen Abwärtstrend, der sich hier etabliert hat. Ja, wir hängen jetzt am 200er. Wenn die Aktie das nicht halten kann, dann glaube ich, gehen hier auch ganz schnell die Lichter aus. Man kann es hier ganz gut sehen, hat sich hier etabliert. Hängen jetzt im Endeffekt hier so an dem Rücklauf, hier an dem alten Tief fest. Für die, die da noch nicht so sattelfest sind, das kann man relativ gut und einfach so als Grundlage immer nehmen. Und ja, wenn wir uns da nicht schnell wieder von absetzen können nach oben, dann sieht das halt nicht so wahnsinnig gut aus mit Fielmann. Also deswegen, also ich würde hier keine Position traden, es sei denn eben das Setup, ich weiß nicht, ob du es kennst, Gernot, also vom EMA 200 weg, das wäre eine Alternative, da wäre ich aber eher kurzfristig dann unterwegs, also nicht über Wochen und Monate, sondern eher im mittleren Bereich. Ja, okay, ich denke, dann haben wir doch einen Großteil der Fragen abarbeiten können und
bedanke mich für euer Zuhören, vor allen Dingen für die vielen Aktien, die ihr hier noch reingegeben habt zum Besprechen. Beim nächsten Mal gerne wieder auch weitere Aktien, sowohl aus dem deutschen Markt, weil, wie gesagt, dafür bin ich natürlich zu Hause. Ich habe hier, ich weiß nicht, wie viele Aktien, keine Ahnung, gut 30.000, 35.000 Aktien alleine im deutschen Markt gehandelt. Ich liebe einfach diesen Markt und gerne dann auch hier wieder zu, aber auch gern Devisen oder auch amerikanische Aktien. Kommenden Montag gibt es wieder ganz normal den Marktausblick von mir als Video auf meiner Webseite oder eben über Facebook Markttechnik erfolgreich handeln. Bedanke mich fürs Zuhören und gebe wieder ab an Nelson. Ja, Mario, vielen Dank. War wirklich sehr informativ, wie immer. Die Aufzeichnung kommt so schnell wie möglich online. Ich bedanke mich bei den Teilnehmern, wünsche allen noch einen schönen Abend. Und wie gesagt, bitte für den nächsten Termin jetzt nochmal neu anmelden. Und ja, wünsche Ihnen viel Erfolg und noch einen schönen Abend und hoffentlich bis bald. Tschüss. Tschüss.